So, Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Aufnahmesession. Ich bin ein bisschen aus Vorbereiten. Hier, Electric Dynamics, wir wollen ein paar mehr Inscriber bauen. Wir wollen so nach und nach. So nach und nach wollen wir automatisieren. Oh ja, was schweres Wort. So. Aber vorher. Ganz vorher möchte ich noch was anderes tun. Ja, ich würde ja noch ein bisschen wieder aufhübschen, keine Sorge. Hoffentlich, wenn ich Zeit habe. Mal gucken. Was soll ich machen? Bevor ich es anders mache. Achtung, jetzt kommt ein kleiner Insider, würde ich sagen. Ein Insider. Hier ist ein Wurm. Den nennen wir jetzt Siebel. Der Siebelwurm. Ja, ist ein kleiner Insider, tut mir leid. Wird nicht jeder verstehen. Wahrscheinlich nur einer oder zwei, je nachdem, ob sie schauen oder nicht. Den hänge ich jetzt hier hin. Den Siebelwurm. Siebel. So. Okay. Na gut. Von mir stehen geblieben. Electric Diamonds, genau. Was sollen die eigentlich machen? Genau, End Diamonds, Obsidian und Endstone. Obsidian. 1, 2, 3, 4. Und Endstone. 2, 3, 4. So. Ich sollte eigentlich noch Retention sagen, aber warum? Wie genau? Weiß ich auch nicht. Alles Retention, alles hier reinpacken, was auch immer. Man kann es übersetzen, wie man möchte. Aufbewahren. Ja, im Grunde ist das hier unser Retention-Lager, ne? Weil wir bewahren Sachen auf. Ist doch egal. Okay. Hier stehen geblieben. Die End Diamonds hier. Da. Zack. Perfekt. So. Ich habe mir hier schon Atomic Module gemacht. Die habe ich nicht so gemacht, sondern so. Das heißt, ich habe einfach diese ganzen Schaltkreise in das Ding hier. Ist schon in das Ding oben reingepackt. Ich zeige es euch nochmal gerade. Hier reingepackt. Ja, und dann hier drüber produziert. Genauso wie hier die Energy Upgrades zum Beispiel. Hier so einmal drauf geklickt. Ich klicke mal mehrmals das Ding so. Ja, jetzt produziert das. So, hier muss noch ein bisschen mehr Speed Upgrades rein. Wie haben wir eigentlich drin? 6 Stück und 7 Energie. Ich muss da mal. Das ist voll langweilig, voll lahmarschig. Das Ding da und dann. Naja, gut. So, genau. Inscriber wollte ich machen. Inscriber. So. Und zwar brauche ich den da, das da. Aber da. So. 4. Wunderbar. Dann. Das müsste ich eigentlich alles haben. Zack, 4 Stück. So, und jetzt Inscriber. Stable Stone und zack. Achso. Du und du. Und zack. Jetzt haben wir 4 Stück. Perfekt. So. Jetzt, nein. Mein lieber Magnet, wo bist du? Nicht hier. Und hier bist du auch nicht. Nein. Sag mal, warum zum Geier
verliere ich immer alles. Magnet. Dann ist er wahrscheinlich unten. Nee, ist egal jetzt. Na gut. Raus, 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 raus. Echt jetzt? Ey, mein Zeug. Lalala, das dauert ja ewig. Es muss Geist und Chest. Na gut. So. Okay. Dann habe ich 5 davon. Jetzt machen wir das Ganze, ich glaube, hierher. Hier hin. Das hier automatisiere, kommt hier ein Interface oder eine Kiste mit dem Interface dran. Und aus der Kiste rauspumpen. Das wäre eigentlich auch eine Option. Gib mir mal a Chest. Einer reicht. So. Eine Chest. So zum Beispiel. Dann kann ich sagen, du pumpst hier raus und dann da rein und generell hier lang. Und zwar so. So. Zack. Gut, das dann machen wir aus. Das brauchen wir nicht. Und dann gucke ich mal gerade. Kabel. Da. So. Okay, hab ich das ja draußen. So. Okay. Nee, das ist eigentlich eine schlechte Idee. Weil die sind ja deaktiviert, ne? Ich dachte, ich könnte die von da unten versorgen. Aber Pustekuchen. Das ist jetzt doof. Solche Energie aber dahinter legen. Weil die Kabel hier, die haben ja keinen Strom durch den Hebel hier. Darum muss ich einfach hier oben drüber führen und dann. Das ist jetzt mal doof. Das ist jetzt mal doof. Oh. Oh, Schwein gehabt. So. Edit. Moment. Steuerung. Da. Gut. Machen wir das jetzt. Von da unten die Energie dran. Wahrscheinlich Verschwendung sein hier. Aber naja, was soll's. Wir produzieren ja genug Ressourcen eigentlich. Wir produzieren sie hauptsächlich, wenn man das da kann. Weg. Ah, vielleicht getroffen. Oh, voilà. So. Geh einfach mal hier lang. Schon sind wir da. Ich frage, muss ich jedes einzelne versorgen? Ich mach's einfach. Ist doch wurscht. So, dann so. Hier haben wir eine Fackel rein, damit nichts spawnen kann. Haben wir es verbunden oder nicht? Ich glaube schon. Zack. Ganz einfach.
verkabelt. So. Goodie. So. Die lassen wir erstmal so, wie du bist. Das müssen wir später einstellen. Also. Danke. So. Wir wollen uns Filterchen beim Reinfüllen. Und ich habe nochmal einen Fehler begangen. Oder nehmen wir gleich den da vorne. Dann nehmen wir doch gleich den hier vorne. So. Jetzt brauche ich doch mal einen Schraubenschlüssel. Habe ich dich hier drin? Ja. So, Schraubi. Nach Süden bitte wieder anmachen. Du musst nämlich Insert. Genau. Ich will hier gerade extrahieren. Muss das von der Seite passieren? Oder kann ich es auch von oben machen? Das müssen wir gleich mal ausprobieren. Hier, du kriegst einen Filter mit eigentlich nur Redstone. Genau, du kriegst einen Redstone-Filter. Und du da unten kriegst Insert. Ich glaube, der. Nein, der da ist das nicht. Das ist der da, genau, mit Printed Silikon. Silizium. In dem Fall weiß ich eigentlich gar nicht Silikon. Also eigentlich muss das Silizium sein, weil es ja Schaltkreise sind. Also, sehr wahrscheinlich Silizium. So, und hier oben. Hier oben musst du, glaube ich, hin. Genau. Da kommt ihr rein. So schaut's aus. Ich überlege nur gerade, ob ich einfach einen Kreislauf draus mache, ne? Weil die Dinger hier brauche ich generell ja nicht. Im Grunde. Ne, wenn ich einen Kreislauf draus mache, dann. Ne, ich mache es einfach richtig so. Passt schon. So, dann die da rein. So, und hier. Und hier kommen dann unsere ihr wisst schon, die Schaltkreise rein. Wir brauchen jetzt erst einmal hier Silizium oder Silikon, Silizium, ich weiß gar nicht. Silizium, glaube ich. So, dann kommt jetzt du da rein und hier kommt ein Filter rein mit denen da. So. Das kann ich mal gerade ausprobieren. Insert auf braun. Extract always active. Wenn ich jetzt hier Dings mache und Extracten auf braun. Mal gucken, ob er das macht. Habe ich nicht mein. Hä? Ich habe doch den Schaltkreis da reingepackt, oder nicht? Wahrscheinlich von hinten, ne? Von hinten. Von hinten extrahieren. Dann extrahieren wir von hinten. Zack, zack, zumachen. Brauchen wir nicht. So.
Extrakt auf braun. Mein Extrakt braun. Alles klar. Gucken wir nochmal. Bleibt drin. Bleibt nicht drin. Achso. Verdammt. Ich habe ja hier noch. So. Aber jetzt, oder? Ja, jetzt. Wird so extrahiert. Wärst du, landest hier drin. Ihr landest gleich hier drin. Ja, das könnte man auch tun, aber das lasse ich lieber.